Ich bin Peter Lohmeier und das hier ist der Filmfestblog und das ist so geil, da will man gar nicht mehr woanders hin. Herzlich willkommen am Roten Teppich. Heute berichten wir ein letztes Mal vom Hamburger Filmfest 2014. Oh, Mann. Kim, was ist denn los mit dir? Mann, Janik, das ist unser letzter Beitrag. Und die vergangenen Tage, die waren so schön. Ja. Und dass das letzte Mal hier auf dem roten Teppich sein soll, das wird mir gerade richtig bewusst. Ja, das stimmt. Aber wir haben doch noch einen gemeinsamen Beitrag. Mit den Highlights der Preisverleihung. Und vergesst den politischen Abschlussfilm Timbuktu nicht. Na siehst du, da kommt doch noch einiges auf uns zu. Großartiger Abschlussfilm Timbuktu. Was erwarten Sie von diesem Film? Ja, das ist ein Drama. Da erwarte ich, dass man das, die ganze Scheiße, die man täglich in der Zeitung liest, irgendwie auch noch im Kino sieht. Aber irgendwie, aber vielleicht auf eine andere Art, natürlich auf eine andere Art. Aber dass man da hinkommt von dem, was man sonst nur in der Zeitung liest. Das ist jetzt so eine Reise in zu diesen Vollhonks, die da irgendwie rummorden müssen. Naja, so, also dort, wo Kultur zerstört wird, da muss ich mir jetzt angucken. Oder will ich mir jetzt angucken. Ja, ich weiß nicht, wie sieht es viele Brüder? Du hast die Wunder, die Kuramu Haram. Kuramu, was ist das? 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 Was bedeutet Ihnen das Filmfest Hamburg? Ich find das ganz toll, immer hier vor der eigenen Haustür was zu zeigen. Und es ist immer so ein ganz besonderes Erlebnis, mit dem Hamburger Kinopublikum einen Film zu gucken, den man geschnitten hat. Und ja, ich liebe das, hier in Hamburg Filme zu zeigen. Persönliches Highlight des ganzen Filmfestes? Einen Film fand ich ganz toll, Wewe. Das ist so ein Projekt von Tom Tykwer ins Leben gerufen. Eine Hilfsorganisation, die sozusagen in Afrika die Leute unterstützt beim Filme machen. Und da ist ein ganz toller Film rausgekommen, Wewe. Ah, das war der Eröffnungsfilm, Pride. Ganz, ganz toll so. Was hat Sie da besonders berührt? Dass die Schwulen- und Lesbenbewegung so stark ist und dass sie auch mit Gewerkschaft zusammenarbeiten kann. Und ich grüße alle unsere Freunde. So, also das fand ich sehr toll. Was hat Ihnen so besonders gut gefallen an Get zum Beispiel? Get hat mich einfach, also mich hat selten ein Film nicht mehr so aufgewühlt. Ich war einfach stinksauer, als ich da rausgegangen bin. Und das finde ich gut, wenn Filme das schaffen, sozusagen einen so anzugehen, dass man das danach noch mit sich rumträgt. Und ich musste mit jedem diesen Film diskutieren. Vielleicht noch ein kleines Fazit vom Filmfest-Blog. Was haben Sie da mitbekommen? Wie fanden Sie das? Also was ich mitbekommen war toll. Vor allem seid ihr schnell und ihr seid überall. Das bewundern wir jedes Jahr. Und das wird, finde ich, vom Jahr zu Jahr besser. Und ich freue mich drauf, weil ich das immer, das mache ich nach dem Filmfest, dass ich mir irgendwie ein paar Stunden nehme und zu Hause mir alles angucke. Was wäre ein Filmfest ohne Preisverleihung? Das wäre wie Kino ohne Popcorn. Oder Janik ohne Kim. Oh. Mal schauen, wer die glücklichen Gewinner sind. Ich begrüße Sie zum Abschlussabend des Filmfests des Jahres 2014. Ja. Gewinner Publikumspreis Eurovisuell. Doppelpunkt. Halla, halla. Regie Maria Blom. Ja, ich denke, das Barnes skulle bli glada. Dexter, han skulle släppa fjärrkontrollen av glädje om han visste att han skulle få hänga med Alva en dag. Förstår du så glad han skulle bli? Klart gör det. Det är som att ha en salami hängandes hemma på väggen så man kan gå och karva lite på hela tiden. Förstår du? Nu är jag som kniper och tyst. Der Art Cinema Award geht von uns an Get, der Prozess der Vivian Amsalem. האם דעתך נחה עליך אם תיתן לאישה זו גט? לא, כבוד הרב. לא. אתה מוכן לתת לה גט? לא, כבוד הרב. ובשל מה באת עד הלא? כדי לומר לא. כן. אין בית דין בעולם שיכול לחייב אישה זו לחיות עם גבר זה. שומע אתה, היא אינה רוצה לחיות עמך.
können uns schnell und einstimmig auf Hope von Boris Loschkin einigen. Tu vois ça? C'est l'Europe. C'est un pays où le moustique boit Coca-Cola. Der Preis für den politischen Film der Friedrich-Ebert-Stiftung, das Hamburger Filmfest 2014, geht an den Dokumentarfilm Children 404 von Askold Kurov und Pavel Lopare. Эгодистоническая сексуальная ориентация – это когда человек, индивидуум, понимает свою сексуальную ориентацию, но не может себе ее принять, пытается с ней бороться, и это приводит к стрессам, эмоциональным расстройствам и так далее. So, meine Damen und Herren, wir kommen zur letzten Preisverleihung heute und das ist der NDR Nachwuchspreis. Der Titel ist sehr einfach, aber der Name daher umso schwerer. Der Film heißt Mary is Happy, Mary is Happy von Navapol Tamran Gottanarit. Ja! Quentin. Hier! Sag. Hier! Sag. Hier, guten Tag. Hey. Hier! คนละไฟฮะกูลำคาญลำคาญควายWenn man ihn beim Laufen beobachtet, sieht es immer so aus, als wäre sein Oberkörper schon einen Meter weiter als seine Beine. Er ist ein Visionär, er ist ein Mann, der vorausschaut und der auch im nächsten Jahr wieder ein fantastisches Festival für uns zusammenstellen wird. Albert Wiederspiel. Das ist der Moment, wo das Team, ich glaube, wir haben ein paar oder ein bisschen mit Teammitglieder hier im Saal. Alle, die im Team sind, bitte hier hoch. Vielen Dank von meiner Seite und nach von Seite des Publikums. Yannick, wo bleibst du denn, Mensch? Oh, 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 oh mein Gott! Nein! Ah, perfekt. Ja. So, ihr Lieben, das war's auch schon wieder vom 22. Filmfest und vom Roten Teppich. Wir hoffen, ihr bleibt unserem Blog natürlich auch nächstes Jahr wieder treu. Lieber Yannick, es war mir eine große Ehre mit dir. Kimberly, ganz meinerseits. Wir hoffen auf eure Kommentare, wir hoffen auf eure Likes. Ein großes Lob geht natürlich auch an das gesamte Team. Ihr wart super und es hat Spaß gemacht mit euch. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Oh.